Aber das muss jetzt hier, musst du jetzt Hallo sagen. Guten Morgen. Sellerie pur, Saft. Nee, es ist besser als erwartet. Wir nehmen gleichzeitig noch so ein Food Diary auf und haben eben schon eine Szene aufgenommen. Kann man machen. Ne? Also wir hatten jetzt 3 Tage Haferkur, haben wir gut überlebt. Wir leben noch. Ich habe 2,5 Kilo abgenommen. Ozok hat sich am ersten Tag ja nicht gewogen, also bevor es losging, deswegen kann er das jetzt nicht sagen. Willst du dich draufstellen, ob ja, du jetzt ein Uhu bist? Ja, warte mal kurz. Ozok ist ja... Aber ja, sonst auch immer bei Hunden zwischen 100 und 99 habe ich immer so geschwankt, wenn es hier auch angeht. So, können wir uns mal aufstellen? Ja, meistens war er so 99 und jetzt nach dem Urlaub warst du ja über 100. Du wackelt noch, warten Sie. 100,4, sagt er. Noch kein Uhu. Nö, hat sich nichts verändert. Genau, aber morgen bestimmt, Schatz. Ja, mal gucken so. Ich bin ansonsten zufrieden, muss ich sagen. Gefällt mir. Also wir haben die Haferkur gut überlebt. Feedback ist dazu, 9-mal das Gleiche zu essen, ist ein bisschen schwierig. Auch wenn natürlich das mal süß war, mal herzhaft war, mal mit Zimt, mit Apfel, mit Zitrone oder mit Gewürz. Apfel hat es mir am besten geschmeckt, muss ich sagen. Ja, aber es war trotzdem halt so, das Grundding war halt immer 9-mal das Gleiche. Und das fand ich das Schwierigste so. Ich kann schon so 2-3 Mal das Gleiche essen. Oder 12-mal Pizza. Oder 12-mal Pizza jeden Tag hintereinander. Aber so 9-mal die gleiche Mahlzeit in 3 Tagen, das fand ich ein bisschen schwierig. Aber haben wir jetzt gut durchgehalten. Ich habe es ein bisschen aufgeweicht, die Regeln. Normalerweise sollte man nur 25 Gramm Obst dran machen oder 50 Gramm Gemüse. Und ich habe das verdoppelt. Also mit Zitrone ging's, ne? Da reichen dann auch 15 Gramm Trester. Also es war, vielleicht hat es am Ende auch hingehauen, ne? Weiß man jetzt auch nicht. Mit Zwiebel ging auch ganz gut und ich hatte einmal so eine Erbsen-Möhrchendose gemacht. Die hatte ich aber aufgeteilt auf 3 Schüsseln, deswegen so viel war es jetzt auch nicht. Aber wenn man, also gerade bei Apfel musste man das so ein bisschen erhöhen. So, ich habe ganz fein den Apfel gerieben und frisch reingemacht. Dann hat es deutlich besser geschmeckt. Und wir hatten so ein bisschen Salz und generell ganz, ganz viele Gewürze. Auch Zimt, vor allem bei den herzhaften Varianten, hatten wir super viele Gewürze reingemacht. Da habe ich hier auch ganz viele selbstgemachte Pulver, die ganz viel Geschmack haben. So dieses Sellerie pur, das war mega gut. Das gibt gut Geschmack ab. Na, das merkt man jetzt auch in einem Saft, das ist mega. Pilzpulver, auch mega gut. Oder mein Gemüsebrühpulver, das ist jetzt fast alle, ohne Salz. Auch selbst gemacht und getrocknet. Mega gut. Ozok mochte auch dieses Geräucherte, weil das ist auch ganz intensiv vom Geschmack. Ja, und damit konnte man das dann doch schon ganz lecker kriegen. Also ein bisschen Salz haben wir rangemacht. Und Süßstoff. Wobei man, wie gesagt, Süßstoff kann man, also wenn man es süßer braucht, ist Süßstoff dann schon die Empfehlung von den NDR Ernährungsdocs dazu. Aber man muss da natürlich aufpassen, weil Süßstoff steigert ja den Appetit so ein bisschen. Ich merke das auch. Und da sollte man natürlich nicht übertreiben. Alternativ natürlich Zucker oder Honig, ne? Aber das Süßstoff hat ja keine Kalorien, deswegen. Genau. Wir trinken jetzt unseren Saft aus. Also es gibt, heute startet die Heilfastenkur nach Buchinger. Ich habe mir verschiedene Rezepte rausgesucht. Wenn es nicht original ist, Schande auf unser Haupt. Aber wir starten jetzt in die Saftphase, in die Flüssignahrung. Und ich habe hier den Selleriesaft, ich habe hier den Gurkensaft, also ich habe eine ganze Gurke entsaftet und einen halben Staudensellerie. Und das ist der Rest, der rausgekommen ist, der ganze Trester. Das werden wir jetzt entsorgen, in diesem Fall. Es gibt aber damit auch noch Rezepte, wie man es weiter verwenden kann. Und das kommt natürlich darauf an, was man da durchgejagt hat. Das ist jetzt Sellerie und Gurke. Ich denke, mit Möhrentrester zum Beispiel kann man deutlich mehr anfangen oder Tomatentrester. Ne, da kann man wahrscheinlich wirklich deutlich mehr anfangen. Da könnt ihr mir noch in den Kommentare schreiben, ob ihr da Rezepte kennt mit so Trester, mit Resten. Ansonsten suche ich welche raus und die können wir dann mal ausprobieren. Aber jetzt in der Heilfastenzeit, wir machen es auch nur 3 Tage, werden wir das nicht weiter benutzen. Und nochmal vorweg, das ist hier keine Anleitung für irgendwas zum Nachmachen, das sage ich ja in jedem Video, sondern vor allem, wenn man Grunderkrankungen hat oder viele Medikamente einnehmen muss oder irgendwas hat, ne, sollte man das immer mit seinem Arzt absprechen vorher. Vielleicht auch einen Arzt, der Ahnung hat, weil es gibt ja viele Hausärzte, also Ernährung ist ja nicht wirklich bei der Ausbildung zum Hausarzt. Ja, aber mit dem kann man das natürlich auch
abklären vorher, gerade wenn man Diabetes hat oder ich glaube, Krebserkrankte sollen das auch nicht machen. Schwangere, ältere, Kinder, Leute mit Essstörungen sollten das natürlich auch nicht machen. Ne? Also erstmal ärztlich mit einem Arzt abklären, ehe man da irgendwas DIY-mäßig startet. Und ich trinke jetzt erstmal einen Selleriesaft. Ich habe mit Tee heute gestartet. Und danach trinke ich den leckeren Saft, das ist nämlich Gurke pur. So, leere Kartons kann ich viel besser tragen. Und nochmal Bügel. Alles fertig schon? Oder noch was? Ja, Auto ist leer. Gut, dann nehmen wir alles. So. Kommt alles in den Keller, keine Leerfahrten. Ja, kriegen wir. Ja, der Kühlschrank, Mann, der ist ohne. Kühlschrank abgefahren. Er hat ja nachgefragt, wie breit er ist. Und ich habe ihm aber hundertprozentig 60 geschrieben und nicht 80. Ja, jedenfalls ist er 5 cm zu breit und das fiel ihm jetzt erst vor Ort ein. Er hat auch einen Zollstock bei. Und ja, hätte man nicht vorher irgendwie ausmessen können, mitkriegen können, egal. So. Jetzt haben wir hier schon relativ viel unten. Wir wollten euch mal den Keller wieder zeigen. Es sieht absolut katastrophal aus. Gehen wir ein Stück zurück. Also, huch, ja, habt ihr jetzt ja schon länger nicht mehr gesehen in den Videos. Ja, also, ich weiß jetzt nicht, wie ich das klug erklären soll, ohne dass ihr alle einen Schock kriegt, aber so sieht es jetzt aus. In den Regalen, also das ist der Werkzeugschrank, den wir gestern gemacht haben mit unserem Werkzeug. Und in den Schränken hinten, also an der Seite, die haben wir ja von oben von der Stube aufgebaut. Hier unten sind alles Fatis Sachen. Und da sind noch leere Kartons und Bausätze. Und das ist eigentlich, das ist so ein riesen Holzstapel hier. Na, der wird morgen auch noch leerer, wenn mein Onkel kommt. Aber alles das, was in der Mitte steht, also außer das hier zwischendurch, ne, sind diese ganzen Hocker und Holzsachen noch, die komplette Möbel sind, aber ja, ist der Großteil von uns in der Mitte. Ja. Das ist der coolste Sauger. Der funktioniert richtig, richtig gut. Ich meine, da hinten ist noch Vati-Stapel. Also seine Sachen sind meistens im Schrank. Das haben wir ganz gut gemeistert. Unsere Sachen kommen in die Mitte. Und wir tragen jetzt peu à peu immer was rüber. Aber so Sachen, die wir halt nicht brauchen, das Dekomaterial, Kartons, wo wir noch Garantie haben. Jetzt haben wir ja die Säcke heute rübergetragen. Na, das alles, was wir jetzt nicht in der nächsten Zeit brauchen. Kann ich mal vorbei, bitte? Ja, haben wir jetzt. Meinen eBay-Kleinanzeigen-Account wieder auf dem Handy anzulocken. Das geht nicht. Ja, gehst du nach oben? Ja, machen wir jetzt. Das müssen wir auch noch entsorgen. Das ist unsere Kellererweiterung. Und wir haben noch eine Mikrowelle gefunden. Die müssen wir erst austesten. Das da drunter ist Müll. Das nimmt mein Onkel vielleicht mit. Die Fahrräder müssen wir auch noch reinstellen, die hier sind. Die beiden, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viel ihr seht im Keller. Aber ja. Ansonsten haben wir jetzt erstmal alles erledigt. Also wir sind jetzt echt für den Kühlschrank hierher gefahren eigentlich. Und es ist jetzt blöd, dass es nicht geklappt hat. Wollte eine Fati-Tour sehen. Wir haben echt viel geschafft. Flur ist komplett leer. Gardinen muss ich noch abhängen und da ist noch eine Angel, da komme ich nicht ran. Und hier brauche ich einen Schraubenzieher, um das abzumachen. Ansonsten Flur ist leer. Badezimmer ist leer, bis auf Händewaschzeugs. Küche ist leer. Also hier unser Putzzeugs, ne? Spüle ist ja Vermietersache. Den wollten sie eigentlich abholen. Ich habe alles auch gewaschen gehabt und ist jetzt schon wieder trocken. Mit Anleitung ist ein Bosch-Kühlschrank. 5, 6, 7 Jahre alt. Und Putzsachen, Trinken, das ist Malerzeugs schon, weil ich möchte demnächst anfangen, die Wohnung zu malern und dafür müssen wir halt erstmal überall die Spinnenleben abmachen und ich glaube, die meiste Tapete werden wir wahrscheinlich behalten, ehrlich gesagt. Das machen wir morgen. Also der große Schrank ist leer. Alles, was hier so vorsteht und auf dem Boden ist, kann alles mein Onkel mitnehmen. Ganz viele Moped-Sachen und Werkzeug und sowas noch. Und links, das kommt alles noch in den Keller. Und das Regal möchte ich auch gern behalten. Und hier müssen wir dann später nochmal gucken. Aber das machen wir erst, wenn wir hier auch drin laufen können. Dann ist der Raum auch leer.
Fußboden ist noch drinnen. Den entferne ich erst, wenn ich hier gemalert habe. Lampen müssen wir überall noch austauschen, finde ich alle hässlich. Bei den großen Flugmodellen haben wir jetzt besprochen, wir werden die nur abhängen, wenn wir streichen. Und ansonsten erstmal so lange hängen lassen, bis wir sie verkauft haben, weil die nehmen ultra viel Platz weg und in der Luft stören sie halt kaum. Ja, also wir haben eine Interessentin dafür noch, Sachen für den Gilbert, noch die letzten Bücherkisten, die noch nicht abgeholt worden sind, also Romane und noch mehr Romane und die Reihe alte Bücher. Das bringen wir einem Bruder mit. Polterabend. Die Leiter brauche ich mit Sicherheit zum Streichen. Ich muss meinen Keller runter. Ich habe vergessen, den Zollstock hochzubringen. Einmal machen wir noch den Schrotthändler. Und Fadis PC, also den Tower verkaufen wir noch. Also hätte er gerne noch 50 Euro für so einen Office-PC. Den Bildschirm möchte er selber nutzen. Der Stuhl steht drinnen. Den verschenken wir, weil die Lehne hier schon so angegriffen ist. Leere Kisten, das verkaufen wir. Das möchte ich behalten. Das fand ich cool. Das passt perfekt in den Flur rein. Und ja, wir sind jetzt, also ich habe geguckt, dass die großen Möbel, die passen alle rein. Aber meinen Flur, da haben wir halt echt Probleme, unsere Sachen unterzubringen. Und vielleicht brauchen wir das Schränkchen noch, genauso das Schränkchen hier. Das untere, also ich werde die kleinen Schränke werde ich erstmal aufheben und gucken, wie gut wir uns, weil wir müssen uns ja um 20 Quadratmeter verkleinern, wie gut wir unsere Sachen reinkriegen. Und wenn ich die Schränke nicht brauche und das alles so funktioniert, dann werden wir die auch verkaufen, verschenken, irgendwas machen. Und ansonsten werden wir sie erstmal nutzen, weil der braune Schrank passt perfekt dort in die Ecke. Und so einen Schrank müsste man ja ansonsten erstmal finden und kaufen. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Dass wir das erstmal nutzen, was wir haben. Weil wir hatten jetzt, haben wir ja im Flur noch den Kabuff. Also wir haben eh ja keine Flurmöbel, sowieso nicht. Aber wir haben ja das Kabuff gehabt, wo ganz viele Jacken gehangen sind. Und meine ganzen Winterhandschuhe, Schals, Mützen. Ich habe ja da auch so viele, weil ja auch viele selbst gemacht sind. Und ja, im Sommer ist es ja natürlich egal, ne? Weil brauche ich ja nicht. Aber im Winter möchte ich ja schon irgendwie Mützen und Schals zugänglich haben. Und da müssen wir irgendwas Gescheites dann noch finden. Und vielleicht mache ich halt die in den Schrank rein. Also in den. Und hier ist auch noch ein kleiner Schrank. Der hier, der geht hier auch über die ganze Länge bis zum Schrank. Der hat auch eine schöne Größe. Und da habe ich auch überlegt, ob wir den behalten, weil der so schön klein ist. Und ja, aber kann man sich jetzt langsam richtig gut vorstellen. Ne? Hier an der Wand habe ich schon ein paar Spinnenweben weggemacht. Also bin einmal so lang gewedelt mit so einem Wedler, aber der ist zu klein. Den kann man nicht ausziehen. Und ich habe mir ja die schönen gekauft. Das hatte ich ja auch mal gezeigt in einem Vlog. Die großen mit Teleskopstange. Die werde ich dann mal mitbringen. Weil wir haben halt überall diese Spinnenweben an der Wand. Genau, kann man sehen. Und bevor ich irgendwas streiche, muss es natürlich, müssen die Spinnenweben ab. Und hier auch erstmal ganz, er hat ja ultra viele Bilder an der Wand. Alle Nägel müssen gezogen werden. Dann müssen die Löcher zugemacht werden. Und mit der Decke, weil wir hatten ja den Wohnungsbrand und die wurde halt nie wieder gemacht, die Decke. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Vielleicht müssen wir das tapezieren, aber ich habe noch nie Decke tapeziert. Würden wir also erstmal mit Überstreichen versuchen, dass das komplett weiß wieder ist. Wir haben jetzt schon eine Tomatensuppe gegessen. Ich nehme noch eine Diary auf zeitgleich. Dann seht ihr das auf dem Zweitkanal. Dann zeige ich das hier nicht jedes Mal im Vlog. Wir sind fleißig dabei. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir jetzt mal den Tisch aufräumen. Und die Spülmaschine läuft auch. Habt ihr ja gesehen, Küche sah aus wie Sau. Das machen wir jetzt. Ich hänge gerade noch die Wäsche ab. Waschen muss ich auch noch wieder. Ozark hat noch ein bisschen Hunger und lenkt sich jetzt ab. Ich fand den Teller gut, muss ich sagen. Mir hat das auch ganz gut geschmeckt. Ich gucke hier also den geschmeckt, weil das war super lecker. Also mir geht's gut. Also habe jetzt keinen Hunger. Bin jetzt erstmal satt. Mein Bauch hat sich richtig gefreut, dass es warm war und dass es kein Porridge war. Und ja, heute Abend, also wir haben ja jetzt einen Shot getrunken und einen
Gurkensaft und den Sellerieshot und die Suppe und ich hatte einen kompletten Tee. Ozok hat eine komplette Kanne Kaffee gehabt. Ich würde dann auch ansonsten Wasser trinken und Orangensaft machen zum Abendbrot. Genau, das ist der Plan. Und er lenkt sich jetzt erstmal ab. Und weil manchmal braucht es ja die Muskelfülle ja so ein bisschen, bis das unten ankommt. Ne? Dann muss man ein bisschen warten, ehe man weiter isst. Ne? Und wenn er in 20, 30 Minuten immer noch so ein bisschen Hunger hat, dann darf er sich noch eine Brühe machen. Und im schlimmsten Fall wäre, glaube ich, noch ein Eiweißshake mit Wasser angerührt. Auch noch okay, weil so ein Almaset-Shake wäre theoretisch auch okay, aber den haben wir nicht da. Wir hätten einen Eiweiß-Shake da mit Wasser, würde ich ihm auch erlauben, weil das ja noch so ein bisschen sättigt, weil da so viel Eiweiß drin ist. Genau, das wäre auch die Möglichkeit.